So, ich möchte heute einen kleinen Vergleich meiner beiden Tuners anstellen. Und zwar haben wir hier die SBBN 017. Einen Tuner, wie man sieht, mit einem hellen Schraut gebürstet und auch einer hellen Lünette. Und hier die SBBN 035 All Black PVD Modell. Erstmal zum Alter. Die All Black PVD ist ein aktuelles Modell. Gibt es jetzt kein neueres, sondern das ist noch erhältlich, auch neu erhältlich. Die 35, die 17 dagegen ist ein älteres Modell, ist eine Generation vorher. Kommen wir erstmal zu den Sachen, die gleich sind. Wenn man von der Farbe absieht, ist einiges gleich. Zum Beispiel ist der Shroud gleich. Beides mal gebürstet, hier halt in Metall und da Metall PVD. Die Dimensionen sind absolut gleich. 47,5 mm Durchmesser. Die haben eine Höhe von etwas unter 15, so 14,5 und einen Bandanstoß von 22 mm. Die Gehäuse sehen wirklich auch sehr ähnlich aus, bis auf die Farbe natürlich. Ja. Was ist noch gleich? Beide haben eine Day-Date-Scheibe in Kanji und Englisch. Habe ich natürlich in Kanji eingestellt, sieht besser aus, meines Erachtens. Und innen drin sind es auch gleich. Die haben beide das 7C46. Also das gleiche Quarzwerk mit 7 Steinen. Ein High-Torque-Quarzwerk, was auch unter schwierigen Bedingungen und mit wenig Energie die Zeiger immer gleichmäßig bewegt. Also ein wirkliches High-End-Quarzwerk, nicht so sehr auf Präzision gemacht. Da werden die 15 Sekunden im Monat garantiert, die auch ein übliches Quarzwerk, ein billiges Quarzwerk bei Seiko hat. Aber eben die Robustheit, die Zuverlässigkeit, die ist schon was anderes wie bei den billigen Modellen. So, was ist noch gleich? Der Aufdruck auf dem Zifferblatt ist bei beiden Marine Master. Professional 300 Meter. Typografie sieht auch identisch aus. Und das heißt natürlich auch, die Wasserdichtheit ist gleich. Klar, das sind beides Tuners aus der 300 Meter Reihe. Es gibt ja auch noch 600 und 1000 Meter Tuners, die aber deutlich größer sind als diese Modelle und für mein Handgelenk eigentlich auch nicht mehr tragbar. Was ist unterschiedlich? Als erstes fällt natürlich auf die Zeiger. Die 17er, die Metallvariante, die helle Variante hat die klassischen Tunerzeiger. Die alte Form, die ich auch ein bisschen schöner finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Die 35 hat die Nachfolgezeiger mit einem geraden Minutezeiger und diesem Pfeilstundenzeiger. Für schwarze Modelle finde ich es noch ganz hübsch, aber insgesamt gefallen mir die anderen etwas besser. Wenn man genau hinschaut, ist auch der Sekundenzeiger nicht derselbe geblieben. Der ist bei dem neuen Modell hier erheblich kürzer. Beim alten ist er natürlich wirklich sehr lang. Das Gegengewicht ragt weit in die andere Seite hinein, finde ich aber optisch sehr gelungen. Beim neuen Modell ist es eher, wie so üblich ist, das Gegengewicht ragt nicht so weit hinein. Und außerdem ist der Lumpunkt auf dem Gegengewicht deutlich kleiner. Was ist noch anders? Wenn man sich die Lünette mal genau betrachtet, sieht man, dass die Typografie scheint noch dieselbe geblieben zu sein. Auch die Riffelung sieht ähnlich aus. Wahrscheinlich ist es auch die gleiche geblieben. Was anders ist, ist der Lumpunkt auf der 12. Hier haben wir einen wirklichen Punkt, also einen Kreis, einen kleinen. Hier ist es mehr so ein gefasstes Dreieck. In beiden Fällen ist über dem Lumpunkt nochmal etwas Glas. Apropos Glas, was ist gleich noch? Das ist das Hardlex. Das ist sehr stark gewölbt bei den Tuners. Ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Was so einen echten Bullaugeneffekt auf die Ohren macht und die Ablesbarkeit nochmal erhöht, was ja wirklich unter Wasser auch eine wichtige Sache ist. Kommen wir nochmal zu den Unterschieden.
die alte Tuner mal anschauen, die Krone. Die Krone hat dieses schöne geprägte S, sehr ausdrucksstark. Die neue halt nicht mehr. Kann man kaum erkennen. Jetzt sieht man es. Da ist dieses Professional Specs X drauf, wie man sieht. Gelasert, nicht geprägt. Ja, ich hätte das S bevorzugt, finde ich eigentlich schöner. Aber das X ist nochmal das Zeichen der echten Taucheruhren von Seiko und deswegen ist das da gewechselt worden. Tja, was ist noch anders? Etwas, was man hier nicht so sieht, nämlich das Standardband. Das liegt daran, dass hier das Standardband nicht mehr dran ist, aber das hier ist das Standardband. Die Beschaffenheit und die Bequemlichkeit ist eigentlich bei den beiden Standardbändern sehr hoch. Da sind sie auch ziemlich ähnlich. Das sind weiche, handschmiegsame Bänder. Wirklich sehr komfortabel zu tragen. Aber bei der neuen hat man sich für mich, ob das für die Profitaucher gut ist, weiß ich nicht so genau, für eine andere Länge entschieden. Also für mich ist das gut, weil die Bänder sind eh bei Seiko ziemlich lang und dieses Band kann ich noch tragen. Während das Originalband dieser Uhr tatsächlich, wenn ich es ums Handgelenk mache, praktisch auf das andere Ende klappt, auf das Zifferblatt noch drauf. Oder fast. Das gefällt mir nicht so sehr, deswegen habe ich das hier gegen einen Erika-Strap ausgetauscht, was ja auch extrem bequem ist. Aber hier wird wohl das Originalband dranbleiben, weil es wirklich super trägt und auch gut zu der Uhr passt. Was auch noch anders ist, ja, beide haben Lumibright, das ist wahr. Also mal die Uhr mal kurz impfen, ich glaube, dann sieht man schon. Man wird sehen, dass die Leuchtkraft ist nicht dieselbe. Hier sieht man schon. Also, die neue leuchtet Wahnsinn. Das ist wie die Marine Master oder auch die 51 Miss, 53 Miss, die haben auch eine extreme Leuchtkraft. Die Marine Master vielleicht noch ein bisschen mehr und die leuchtet eigentlich auch wie die berühmte Marine Master 300. Ja, das ist für mich in der Leuchtstärke kein Unterschied erkennbar. Hier ist es nicht so, die ist deutlich schwächer. Immer noch sehr gut, kann jedem Schweizer Paroli bieten, schlägt es auch, denke ich jetzt mal, aber eben nicht dieser Taschenlampeneffekt, den wir hier haben. Liegt wohl daran, dass hier schon eine neue Generation von den Lumibright verwandt worden ist. Ich glaube nicht, dass es wirklich an dem Alter liegt. Vielleicht liegt es auch am Alter, aber wie gesagt, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass die einfach eine neue Generation hat. Das bedeutet natürlich auch gerade bei dem jetzigen Wetter, wenn man die mal eine halbe Stunde in der Sonne hat, dann leuchtet die wirklich, dass man fast einen dunklen Keller mit beleuchten kann. Bei der ist es nicht so. Ja, beide Uhren liebe ich total. Ich bin echt Tuner verliebt im Moment, denke aber, dass es damit wohl auch gewesen sein sollte. Da die 600er und die 1000er Modelle, wie gesagt, für mich nicht tragbar sind. Vielleicht noch erwähnenswert, dass die 17er auch einen Nachfolger gefunden hat, einer neuen Generation, der halt grundsätzlich genauso aussieht, aber eben diese Zeiger auch hat und sicherlich auch das bessere Lumibright und alles. Dass es aber hierzu keinen echten Vorgänger gibt. Also das ist die erste 300 Meter All-Black-Tuner. Die anderen All-Black-Tuners waren die Darth-Tuner, das war ein 1000 Meter Modell. Also von der 300 Meter Modell ist das tatsächlich der erste und daher auch im Moment die einzige All-Black-Variante, die es gibt. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an den Tuners. Bis nächstes Mal. Tschüss.